Heute geht es mal um drei Einsichten, wie du dein eigenes Leben meistern kannst und nicht immer anderen hinterher trottest. Und ich finde, gerade in unseren bewegten Zeiten ist das gar keine schlechte Idee. Und mein erster Tipp dazu ist einfach, sieh die Dinge klar, wie sie sind, aber mach sie nicht schlimmer. Das heißt, betrachte die Welt nüchtern, aber mach sie nicht schlimmer. Projiziere nicht deine eigenen Ängste darauf, deine eigenen Sorgen, deine eigenen Vorahnungen. Also lass das einfach weg, sondern sieh es nüchtern, wie es ist, aber mach es nicht schlimmer. Das wäre mal der erste Teil, um diese Krisen zu meistern. Der zweite Teil, um diese Krisen zu meistern, mein Tipp dazu ist einfach, mach die Dinge besser, als sie sind. Sieh für dich einen Blickwinkel oder finde für dich einen Blickpunkt, wo du Möglichkeiten, Chancen erkennen kannst, wo du die Dinge für dich in deinem individuellen Wirkungsfeld besser machen kannst, als sie im Außen sind. Das wäre auch mein Tipp Nummer 2. Also sieh sie nicht schlechter, als sie sind und mach sie sogar besser. Und der dritte Tipp zu einer absoluten Meisterschaft ist, mach dann deinen Weg draus aus den Erkenntnissen, die du gesammelt hast. Besinne dich auf deine Mission, auf dein Blickfeld, dahin, wo du gehen willst und betrachte das Außen nicht mehr. Achte nicht darauf, dass man sagt, oh, das geht jetzt nicht, du kannst jetzt kein Geschäft gründen, du kannst dich jetzt nicht selbstständig machen, du kannst das und das nicht. Hör nicht drauf, sondern geh deinen Weg. Und das sind meine drei Tipps, um durch Krisen gut durchzukommen. Vielleicht hast du ja auch Ideen zu einer persönlichen Meisterschaft, wo du dann sagen kannst, okay, wie gehe ich denn Sachen an? Schreib es mir einfach in die Kommentare, ich freue mich drauf. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Liebe aus dem schönen Linz. Dein Oliver Jareni. Bis nächstes Mal. Tschüss.